Und da sind wir wieder bei Kerbal Space Program. Und diesmal wieder mit richtigem Ingame-Sound. Er sollte jetzt laufen. Ja, keine Ahnung, was da los war. Ich hatte ein bisschen was am Setup geändert. Und mit einmal war er der Meinung, er müsse den Sound nur ganz leise aufnehmen. Etwas zu leise für meine Bedürfnisse. So, unsere Satelliten haben wir abgeliefert. Und jetzt wollte ich mal gucken. Die haben doch diesen komischen... Wer bist denn du? Orbiting Kerbin. Achso, das ist der Rest. Genau. Minmus Relais 1. Und dort ein Relais. Und Minmus Relais 2. Und zwar wollte ich jetzt mal gucken, ob ich einen von diesen Kollegen in den Orbit kriege. Wieso hast du nur einen Löffel draus, mein Freund? Genau. So, wie sieht denn eigentlich dieser Polarorbit aus? Okay. Also wir müssen das Ganze so ein ganz klein wenig, ups, drehen. Das ist doch schon mal Polarorbit. Ups. So. Das ist doch schon mal Polarorbit, oder? Wenn ich so gucke. Da ist der Äquator. Ja. Das sieht mir nach Polarorbit aus. Gut. Wo ist unser Satellit? Da. Moment, du fliegst jetzt einmal rum. Na, okay. Dann soll es eben so sein. Mal gucken, ob du... Oh. Oh. Wir haben ja gar keinen Treibstoff mehr. Na gut. So. Jetzt warpst du mal noch ein Stück näher. Das ging ja schnell. Ist das ein Polarorbit? Das können wir ganz einfach herausfinden, indem uns unser Löffel sagt: Ja, er sammelt Daten, er sammelt Daten. Search High Gain Antenna Down. 25 Science. Edit. Was heißt das für uns? Haben wir die Daten jetzt bekommen oder müssen wir die noch schicken? 294. Nein. Transmit Data. 294 Science. Wo kriegen wir denn die Science? Da sind also die Ressourcen. Cool. So, und wie kommen wir jetzt an die Science-Daten ran?
Heatmap, Monochrome, Toggle Overlay, nein, brauchen wir nicht. Okay. Interessant. Also da muss ich mich doch mal mit beschäftigen, wie ich jetzt an die Daten rankomme. Ach, warte mal, da gab's doch... Down. Okay. Aha. Hilft dir aber nicht weiter. Ja, hilft dir aber nicht weiter. Na gut, da muss ich mich dann mal wieder mit beschäftigen. Zumindest will ich die Science-Daten haben, mein Freund. Oder bräuchte ich dafür eine andere Antenne? Eigentlich nicht, die kann ja Daten übertragen. Na gut, dann soll der mal scannen. Wir gehen einfach zurück in die... ins Space Center. Sind hier Daten angekommen? Nein, wir sind immer noch bei 294. Na gut, wir haben aber noch einen Vertrag. Einen Versuch frei, nämlich auf dem Moon. Da haben wir nämlich zwei Satelliten rumschwirren. Relay Moon 1. Relay Moon 2. Satellite Twin 3. Da ist er. Wie sieht denn jetzt für dich... Warte mal, du fliegst so rum. Wie sieht denn jetzt für dich ein Polarorbit aus? Dazu müsstest du... Ach so. Erstmal Fly. Genau. Hallo. So, du fliegst so rum. Und wie sieht für dich jetzt ein Solarorbit aus? Quatsch, ein Polarorbit aus? Add Manöver. Ungefähr hier. So. Bisschen abgebremst. Ach du Herrje. Wir haben noch Treibstoff für den ganzen Spaß? Nee, du hast doch so wenig. Aber so sieht ein Polarorbit aus. Gut. Du bist bei 300 und du bist bei mehr. Gut. Mal gucken, ob der Treibstoff reicht. Nein, nicht halt das Target. Sondern Warp hier. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. 5 Sekunden View. Okay. 5 Sekunden. Das heißt, du warpest noch ein Stück näher. Sehr gut. Ist das ein Polarorbit? Es ist ein Polarorbit. Das heißt, du gehst jetzt einmal retrograd.
Ach nein, warte mal. Du musst ja ganz andere Daten machen. Was brauchst du denn jetzt? 25 und 1000 Kilometer. Okay. Du musst wie weit weg? 1600. Das heißt, du warpst mal darüber. Und gehst lustig retrograd. Braver Satellit. Du bist jetzt in einem Polarorbit. Du hast natürlich keine Daten zu transmitten. Ja. Updating Data. Down. 20 Science added. 314. Ah, und jetzt zeigt er so an. Mann, das heißt, bei dem anderen hat das nicht funktioniert. Ha! Alles klar. Wir haben einen bunten Moon. Das heißt für uns... Minmus, ihr Betrüger. Doch, hat doch funktioniert. Hat doch funktioniert. Hm. Ach, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Ist natürlich wieder mal typisch. Ach, der sieht sowieso mager aus. Ah, wenn wir auf 10% Masse gehen, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber mehr Eisen haben, sagen wir mal 50% Eisen, dann müssten wir hier landen. Da wäre so am effektivsten. Da will ich mich mal mit beschäftigen, dass ich da mal ein bisschen Eisen gesammelt kriege. Gut. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Das nächste Mal kriegt ihr dann eine Landung bei einem unserer Erdbebensensoren. Als Dank. Was hat uns das jetzt gebracht? 300. Das heißt, wir dürfen einmal hier... Wo sind denn eigentlich diese Bohrdinger? Hier. Damit könnten wir dann Ressourcen bohren. Was brauchen wir dazu? 500 Science. Ah, und hier ist der Toro Tralala. Den haben wir nämlich auch noch nicht. Gut, was ich jetzt holen wollte, war, wir haben ja den Atomantrieb. Das heißt, was wir jetzt als nächstes brauchen... wäre das Ding hier. Heavy Aeronautics. Klick. Jetzt können wir nämlich schwere Shuttles bauen. Und was noch wichtiger ist, wir haben hier die schweren Tanks. Und da gibt es hier diese ganz großen Tanks mit 5000 Liquid Fuel. Da ist nur Liquid Fuel drin. Weil... wenn wir uns dieses Triebwerk hier angucken... Wo bist du? Da. Das Atomtriebwerk. Hat zwar nur 60 Kilonewton Schub, also ungefähr so viel wie die Terrier, braucht aber einzig Liquid Fuel. Es ist nicht sonderlich effektiver als die Terrier. Aber dadurch, dass wir hier keinen Oxidizer mitnehmen können, können wir bei selbem Gewicht mehr Treibstoff mitnehmen. Das heißt, wir können damit Langstrecken Tralala bauen. Und das habe ich auch vor. Aha. Jean, was hast du Schönes für uns?
Surface of Mint muss jemanden retten. Für 200.000. Den nehmen wir mit. Mosey Scrap in Orbit of Minmus. Da wird es eine Doppelmission. Oh, Moment. Sein Scrap. 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. 0,8 Tonnen. Das heißt, das Ding müssen wir einsammeln. Ha! Alles klar. 1 Meter mal 1,30. Nehmen wir mit. Teste Dawn. Electric Propulsion System. Subtrajektory. Was ist denn eine Dawn? Electric Propulsion. Und eine New. 4000 Units of Liquid Fueled. Fuel. Eine neue Station in Minmus. Oh, fein, das ist eine Baumission. Die mache ich. Und was ist die Dawn? Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben eine Dawn. Electric Propulsion. Ist das ein Triebwerk? Ah! Das ist das Ion-Triebwerk. Electric Charge und Xenongas. Das heißt, wir bekommen hier einen... Wir bekommen keinen... Doch, da. Liquid Fuel, Oxidizer. Wir haben gar kein Xenongas. Wir haben gar keinen Xenongas-Tank, mein Freund. Wie sollen wir das Ding denn testen? Wie sollen wir das Ding denn testen? Wenn wir keinen Xenon-Tank haben. Aber das Ding bringt hier nichts. Don't save. Ja, Freunde, ist ja schön, dass ihr mir das Triebwerk gebt. Aber, wo ist der Xenon-Tank? Da. Xenon-Container. Dieses Mistding brauchen wir. Wie kommen wir da ran? 500. Und dafür brauchen wir noch die Unman-Attack. Na toll. Also 800 Science-Punkte brauchen wir nur für diesen Quatsch. Diese Mission anzunehmen war dumm. So. Jetzt überlegen wir uns aber mal. Ja, ihr könnt mich mal. Die haben mir Tatsache keinen Tank gegeben. So, jetzt haben wir aber eine dumme Mission. Und zwar Rescue from Moon. Ja, Plant Flag on the Moon ist klar. Explore the Moon. Transfer a crew between vessels. Das können wir jetzt auch machen. Build a new orbital station around the Moon. 6 Kerbals. Haha, jetzt passt mal auf. Als erstes brauchen wir ein Cockpit. Dann nehmen wir mal ganz stylisch das. Wie viele Körbe sind da drin? 4. 6 brauchen wir. Hier sind 16 drin. Ach, das ist auch wieder viel zu groß. Wir nehmen das kleine. Das sind 2. Das sind 4. Das macht 6. 4000 Units of Liquid Fuel. Das heißt, wir brauchen einen Tank. 180 Fuel. Liquid Fuel 800. 5000.
Also nehmen wir mal an, wir schicken diesen Tank hier mit hoch. So. Have Research Lab. Du brauchst ein Research Lab. Alles klar. Das war's. Okay. Okay, das sieht jetzt reichlich geschossen aus. Da müssen wir was dran basteln. Also, erstens. Die 6 hier passt nicht. Was haben wir für 6 Kürbis? Das sind 2. Das sind 4, macht 6. Jetzt kommt das Research Lab darunter. Jetzt kommt ein Adapter. Nämlich von hier. Von rund auf ganz groß. Und jetzt kommen die 5000 Liquid Fuel ran. So. Was sind hier drin? 1000 Liquid Fuel. Jetzt müssen wir nämlich aber ganz schnell mal eins gucken. Ob wir nämlich auch Oxidizer mitnehmen müssen. Oder ob der uns jetzt sagt, ha, kein Problem. Die Liquid Fuel sind genug. Ja, hier. 4000 Units of Liquid Fuel. Perfekt. Und have a Research Lab on the station. Okay. Antenne, Docking Port und kann generate Power. Das ist kein Problem. Super. Also. Das reicht uns. Das bringen wir in den Orbit. Und jetzt kommt noch Antenne, Docking Port und kann generate Power. Der Docking Port kommt natürlich oben drauf. Der ist natürlich schief. So. Docking Port. Dann werden wir natürlich auch Licht dran bauen, damit es ein bisschen Stil hat. Nee, halt. Der andockt, kriegt das Licht. So. Ein Triebwerk, um das ganze Ding hier nach Hause zu bekommen. Wir werden Folgendes machen. Du bekommst hier ein ganz normales Triebwerk unten ran. Dann reicht nämlich dein Treibstoff aus... So. Wow. Das Ding sieht reichlich groß aus. Okay, und da unten kommt ein fettes Triebwerk ran. Was haben wir denn da? Ein Skiff. Was kann die? 300. Hat der ein Gimbal? Ja. Okay. So. Das sieht doch schon mal toll aus. Das Ding müssen wir jetzt nach oben schießen. Und das müssen wir... Oh, da fällt mir ein. Der Dockingport kommt weg. Das ganze Ding braucht ja noch eine Steuerung.
Weil sonst müssten wir das ja unbemannt schicken. Und, Quatsch, bemannt schicken. Und darauf habe ich ja nun echt keinen Bock. So. Jetzt sieht's gut aus. Okay. Also, was haben wir gesagt? Scroll, scroll, scroll. Nanu? Eine New Science Station, mein Freund. Da. Nein. Nein. Orbital Station? Ach, Minmus. Ha! Kann ich ja lange suchen. Okay. Antenne? Natürlich bekommst du eine Antenne. Du bekommst sogar die richtig guten Antennen. Nämlich die hier. Flop. Alles klar. Bekommst du eine Antenne? Ein Docking Port hast du und kann generate power. Da bekommst du die Gigantor. Can generate power. Danke. So, das war's. Jetzt, klar, Bill, Jeb, ihr beide fliegt raus. Jetzt heißt das ganze Ding Minmus Station 1. Warte mal, apropos, ihr fliegt raus. Haben wir Wissenschaftler? Zwei. Bob und Jaken. Wollen wir die hinschicken zum Forschen? Wollen wir die hinschicken zum Forschen? Oder schicken wir einfach los die Station, um die Missionen zu erfüllen? So. Fupp. Dann braucht ihr nämlich noch Messgeräte. Oh, und Akkus. Ja, siehst du, dann geht's nämlich los. Bla. Okay. Fracht. Open. Also. Tausend, 2000. Strom. Endlos Strom. Das rentiert sich nie. Da machen wir miese bei der Station. Na gut. Du brauchst Wissenschaft. Das heißt, du brauchst die Dinger. Du brauchst die Dinger. Du brauchst die Dinger. So einen nehmen wir mit, dass wir Daten haben. Und du brauchst die Dinger. Okay, bloß wie kriegen wir das Ding jetzt nach oben? Ich hab's. Badabum. Badabum. So, wir nehmen das ganze Ding und drehen es mal um 90 Grad. Alles klar. Nee, halt. So. Jetzt kommen hier
unsere Triebwerke ran. Und zwar eine Orbitstufe der Marke Roccomax. Die kennen wir doch. So. Sehr gut. Da kommen Triebwerke drunter der Marke. Nee, Wolfsund ist zu klein. Mainsail. Brennt 2 Minuten. Das Ganze müssen wir abstrutzen. Sehr gut. Jetzt kommt oben noch ein Deckel drauf. Und ein Abschluss. Ha. Perfekt. Kriegen wir den hoch? Wenn nicht, komm jetzt. Was wiegt das ganze Ding? Was erzählst du? Parachutes missing. Leere Crewkabine. Und unused Monoprop. Alles klar. 200 Tonnen. 100.000 kostet das. Wenn wir das Ding nach oben kriegen wollen, dann brauchen wir jetzt ganz große Explodierer. Ups. So. Gut. Und da dran hängen wir jetzt fette Booster. Gut. So. Ich glaube zwar, dass das ganze Ding ein bisschen instabil wird. Aber wir probieren es mal. So. Wir stabilisieren das Ganze jetzt mal. Okay. Also, als erstes starten wir die 4 Booster. Sprengen die 4 Booster ab. Starten die beiden Haupttriebwerke. Sprengen die Haupttriebwerke ab. Starten das Triebwerk und fliegen zum Minmus. Das klappt nie. Aber wir probieren es mal aus.
Heute? Morgen. Hallo? Ich hab gesagt, du sitzt auch drinne. Jetzt willst du hier noch zu Hause bleiben, oder was? Das ist dein Job, mein Freund. Also. Gut. Wir speichern hier ab. Und nächste Folge kommt dann der große Knall. Start. Start natürlich. Knallen soll's ja nicht. Und deshalb gehen wir hier mal raus. Gucken wieder auf unser schönes Space Center. Wir haben 2,8 Millionen. Das ist fully upgraded. Du brauchst 800.000. Da kannst du Action Groups machen. Yay, wir sind fully upgraded. Und hier hast du nochmal 500.000. Fully upgraded. Kürbis und EVA can place flags. Ach, die 200.000 haben wir auch noch. Gut. Kann man das hier auch upgraden? Ja, bringt wohl nichts. Kann man die Flagge upgraden? Nein. Alles klar. Das war's für heute. Eine kleine Baumission, damit das nächste Mal dann wieder richtig losgeht. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, see you later.